Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Game Dev Tycoon. Ja, und Dead War 4 ist fertig. Zack, zack, zack. Oh, hier beides in Technologie und Design neuer Rekord, aber nirgendwo ein Level ab. Und das muss ein Erfolg werden, weil wir haben ganz schön viel verloren. Fans 2500, das ist schön. Wir haben erste Bewertungen für unser Neuspiel Dead War 4 erhalten. Oh, oh. Ich guck nicht hin, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. 6. Eigenartig, aber gut von Stargames. Informed Gamer gibt uns mal eine 7. Unterhaltsam. Und auch eine 7 von Game Hero. Sie haben es geschafft, einen schönen Ausgleich zwischen Technik und Design zu schaffen. All Games gibt uns eine 5. Das Mittel hat seine Momente. Das ist doch mal eine etwas bessere Bewertung als vorher. Ja, du machst wieder den tollen Spielebericht, so wie sonst auch immer. Wir haben wieder ein paar Forschungspunkte und ich will mal eine neue Engine so langsam entwickeln. Ja, es gibt noch so viele Sachen, die ich hier gerne erforschen möchte. Minispiele, Physik. Physik ist wichtiger als Minispiele. Kleine Auftragsarbeit. Ich glaube, das hier bekomme ich alleine hin. Ja, das kriege ich hin. Gut gemacht. Wir werden 21.000 auf ihr Konto überweisen. Das ist doch schön. Ja, und den Rest. Oh. Ich kann aber auch noch mal kurz was erforschen. Ich habe wieder ein paar neue Forschungspunkte. Hier, Erfolge. Okay. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Dead War 4 ist beendet und wir haben. Hallo? So. Und wir haben folgende Resultate erhalten. Dass ich zum Beispiel meinen Timer nicht neu gestartet habe und noch 10 Minuten aufnehmen muss. Also so ungefähr geschätzt. Folgende Resultate halten. Erstens, Militär- und Action-Simulation ist eine großartige Kombination. Gameplay scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Drittens, Plattform-Genre-Übereinstimmung ist gut, ja, ja. Plattform-Zielgruppen-Übereinstimmung ist auch okay. Wir haben auch noch folgende Erkenntnisse gewonnen. Mittelspiele selber zu vertreiben ist am effektivsten, wenn wir mindestens 100.000 Fans haben. Verträge mit Publishern können unseren Bekanntheitsgrad erhöhen und uns helfen, mehr Spieler zu erreichen. Und das weiß ich nicht. Könnte ich ja mal machen. So, Auftragsarbeit finden. Hey, das ist zu viel. Machen wir mal einen Spieletest. Ihr könnt ja mithelfen. Zu dritt geht ja alles schneller. Dreamcast wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Ja, das ist mir doch wurscht, damit glaube ich eh nichts entwickelt. So, danke, dass Sie sich für uns darum kümmern. Wir werden 29.000 auf Ihr Konto überweisen. Dankeschön. Na, ich möchte eine neue Engine machen. Naja, ein Spiel bringe ich vielleicht noch raus. Publisher-Vertrag. Oh. Für das alte Teil? Vorschuss 105.000. Das reicht doch nie im Leben. Nee, dafür mache ich nichts. Fände, nee, damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Weltraumstrategiespiel, dafür möchte ich kein Spiel machen. Okay. Fortsetzung, damit sind wir ja mal ganz gut durchgekommen. Alien Attack. Love my cat.
Aber wir können ja mal für die Kinder ein Spiel machen. Oder Love My Cat 2. Nee. Ich hätte nochmal hier Space irgendwas mit Weltraum. Das ist doch auch hier. Space Simulator. Ist das hier nirgendwo zwischen? Dann habe ich das ja sehr lange nicht mehr. Space Simulator. Oder wie das auch sonst heißen mag. Was wird denn wohl Space Simulator 4? Und das hier war, glaube ich, 3. So. Space Simulator IV. Mittel. Ja, alle Simulation und Strategie. Großartige Kombination, ja. Plattform wieder für den PC. MP-Engino. Dann gibt es auch Multiplayer. Und diesmal in 3D. Ich glaube, das letzte war noch mal, war noch in 2D. Und schon der erste Bug. Gut, das ist ganz wichtig, das ist überhaupt nicht wichtig. Nehme ich das mal raus. Gameplay brauche ich. Das hier brauche ich nicht. Ja, das ist eigentlich in Ordnung. Jo. Ja, hier trink mal ein bisschen Kaffee. Hallo, ich bin Julian Rickstall von GamerPro. Ich habe gehört, dass BMS gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben? Jo, klar, immer doch. Julian Rickstall. Viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen bei der Spielentwicklung getroffen werden müssen und wie Unternehmen Schwerpunkte in einzelnen Entwicklungsbereichen setzen. Ihr neues Spiel ist ein Weltraumsimulationsspiel. Können Sie uns sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher einen Schwerpunkt auf Gameplay oder auf Story Quests setzt? Gameplay natürlich. Danke für Ihre Zeit. Radaradarada. In einem kürzlichen Interview mit BMS haben wir über das kommende Weltraum-Simulationsspiel gesprochen und haben Firmengründer Ballermann gefragt, wie unterschiedlich stark die Entwicklungsbereiche priorisiert werden. In dem Interview sagte Ballermann, dass Gameplay besonders wichtig für so ein Spiel sei und anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Das ist doch schön. Jede Spieleentwicklung hat nur begrenzte Ressourcen, daher ist es wichtig, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Ja, das versuche ich auch. Dialoge sind ja unwichtig. Sehr wichtig. Aber hier steht kein Minus, das heißt, bisher wird es auch gebraucht. Ja. Ja. Und ja. Nee. Gut. Künstliche Intelligenz. Ja, was macht er hier schon? Nee, komm. Entwickelt mal schön weiter. Und wir haben immer noch die TES64 oder wie sie genannt wird. Dreamcast wird nicht mehr unterstützt, ist mir egal. Jetzt können wir mal ein paar Zeitschriften rausbringen. Dead War 4 wurde vom Markt genommen. Es wurden 175.000 Einheiten verkauft
und fast 2 Millionen Umsatz erzielt. Auch schön. Richtig. Nicht ganz richtig. Überhaupt nicht wichtig. Grafik übernehme ich. Wieso seid ihr so überarbeitet? Ich kann das auch nicht auch übernehmen. So könnte es klappen. Sound ist ja wichtig. Open World. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja, doch. Grafik auch. Zack. Gamelink wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Okay. Die große Spielemesse wird in 4 Wochen stattfinden. Willst du da dran teilnehmen? Jo. Oh ne, das ist mir zu teuer. Jetzt hauen wir hier nochmal richtig Kohle drauf. Halt Marketing, ein paar Demos rausbringen. Voilà. Zack. Und ich glaube, wir haben einen neuen Rekord in Technologie. Kann das angehen? Nee, schade. Level up. Jo, in 3D-Grafik V2 sind wir ein Level aufgestiegen. Und Spiel veröffentlichen. Aber wir haben erste Bewertungen für unser neues Spiel Space Simulator 4 erhalten. Oh, oh. Guck nicht hin, ich guck nicht hin. Okay, ich guck hin. 7 von Stargames, wunderschön. 6 von Informed Gamer, Simulationsspiele funktionieren gut auf PC. 7 von Game Hero, die sagen, dass das Spiel unterhaltsam ist. 6 von All Games und die sagen, zeigt Potenzial. Ja, das ist nochmal eine gute Bewertung. Bin ich mir zufrieden. Ich meine, geht natürlich besser, aber. Naja. Du erstellst mal wieder den Spielebericht. Heute wurde die neue Plattform PPS von Phony veröffentlicht. Und die Spielemesse ist da. Ah, wir spulen mal ein bisschen vor. Dead War 4 und Space Simulator wird hier gerade vorgestellt, okay. Dieses Jahr haben 175.000 Leute unseren Messestand besucht. Wir sind natürlich wieder nicht unter die Top 100 gekommen. Nächstes Jahr werden wahrscheinlich mehr Fans kommen, glaube ich, vielleicht. Und... Jo, war schon mal besser. Forschung. Soundtrack Minispiele. Minispiele. Gamelink wird nicht länger unterstützt. Du hast 2 Spiele auf dieser Plattform veröffentlicht und insgesamt 1 Million eingenommen. BMS hat kürzlich eine Fortsetzung seines Spiels Space Simulator 2 veröffentlicht. Das neueste Spiel dieser Serie heißt Space Simulator 4 und wurde mit mittelmäßigen Bewertungen am Markt aufgenommen. Wenn der das meint. Auftragsarbeit eine kleine. Gibt leider keine kleine für mich. Na, ich will gleich eine Engine erstellen oder entwickeln. Vielleicht werden unsere Spiele denn ja noch besser. Wer weiß das schon so genau? Okay. Nee, ich will gar keine Auftragsarbeit. Publisher-Vertrag. Hm.
ein UFO. Gefällt mir hier alles nicht so wirklich. Naja, dann machen wir mal eine eigene Engine. 3D-Grafik, V3, Physik, Mod-Support und alles mögliche. Erfolge natürlich auch. Dialogbaum muss auch mit rein. Hier so ein paar Sachen auch noch. Ohne Sound brauchen wir nicht. Oh, das wird teuer. Wie nennen wir sie denn? Shutoro Engino. Ja, Shutoro Engino. Spielengine erstellen, dann entwickelt man alles schön. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Space Simulator 4 ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Story und Quest scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein, meinetwegen. Verkauft sie aber ziemlich gut. Und wir haben wieder ordentlich viele Fans. Eine neue Spiele-Engine. Oh, und der hier ist ein bisschen überarbeitet. Wir verkaufen immer noch gut. KI-Gefährten. Ups. Ich guck mal eben auf den Timer. Oh, und das Let's Play ist auch schon wieder rum. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Und da probieren wir auch mal die neue Engine aus, die Shutoro Engino. Naja, bis dann, ciao. More money and more problems, what Biggie said it looked like it's true. Used to be my homeboy. Now bounce, 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 bounce. Everybody know we stay yokin'. Everybody know we stay yokin'. I'm a little,